Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Two Warriors 2. Ich bin heute auf einem RH9-Account. Das hat einfach den Charme, dass bei meinem RH10-Account im Moment der Drang, dort ein bisschen was zu gemmen, damit ich noch fix auf RH11 komme, bevor da irgendwas passiert bei Supercell, viel zu groß ist. Und deswegen habe ich heute mal auf ein RH9-Dorf geschwenkt. Und das Thema ist ja so ein bisschen... Ich habe das mal aufgeschnappt, auch in vielen, vielen Fragen. Sag mal, wie farmt ihr eigentlich, oder wie farmst du eigentlich das Dunkle, das Gold, das Elex? Gibt es da Prioritäten? Die gibt es. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass es auch hier in der Bilderhall so Bilderhall-Packs gibt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe da eben tatsächlich das erste Mal drauf geklickt. Und auch hier gibt es natürlich sehr attraktive Angebote. Also Million Gold, Million Elex und 1200 Gems. Das ist schon ein ganz, ganz netter Wert, denn letztendlich kosten die 1200 Gems schon 10,99. Das heißt, du kriegst also 2 Millionen Ressourcen mal eben geschenkt. Wenn man das in Tagen umrechnet, dann ist das ja schon sind das schon mal so vier Tage pro Million und je nach Bonus. Und deswegen, ich finde es eigentlich attraktiv, nutze das natürlich nicht. Das seht ihr auch immer in meinen Accounts an meinen Gems. Ich gebe relativ wenig auf, ab und zu mal ein Minütchen vorgegeben, wenn ich fix mal einen Helden brauche. Aber ihr seht das auch hier an meinem RH9-Dorf. Ich brauche nicht mehr viel. Der Hintergrund ist ja bei RH9 immer, dass du deine Helden nicht so schnell nachbekommst, wie das Dorf eigentlich wächst. Und auch hier ist das so, ich brauche nur noch 15 Mauern machen. Das heißt also, Gold und Elex sind für mich völlig Nebensache. Ich habe zwar jetzt mal meine Treasury geleert, hat auch da den Hintergrund, dass ich natürlich gucke, was brauche ich eigentlich für einen King. Und wir brauchen 115.000, bin allerdings aktiv noch im Clankrieg. Das heißt also, wir müssen in jedem Fall mit diesem Charakter so ein bisschen farmen. Aber bevor wir anfangen zu farmen, würde ich sagen, machen wir erstmal den CK-Angriff. Ihr seht das hier, wir sind aktuell in einem ganz kleinen CK, 15er CK hier, liegen noch leicht vorne. Das hat aber nichts zu bedeuten, denn der Gegner hat oben noch sehr, sehr viele Angriffe. Und ich kann jetzt schon keinen RH9er mehr machen. Ich muss sagen, der RH11 hier ist mir ein bisschen schwer mit meinem RH9. Da kann man sicherlich 2 Sterne reißen, aber ist schon schwer. Deswegen reiße ich lieber beim 4er, also bei einer Base, die auch schon ein paar Infernos hat. Vielleicht packe ich hier 2 Sterne. Das weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich da jetzt am einfachsten vorgehe. Und ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein. Ihr seht hier meine Armee. Da fehlt was. Tolle Wurst. Habe ich wahrscheinlich eben wieder verspendet. Da fehlt natürlich Wasser. Okay, da fehlt mir nur der Gift. Der ist sofort da. Und ich wusste, dass ich den fertig habe. Also gehen wir nochmal rein hier in die 4. Und ihr seht hier meine Armee. Ich versuche natürlich mit den Babydrachen wieder möglichst viele Prozente zu holen. Mit dem Golem, mit den Magiern und dann mit den Bowlern und Helden. Letztendlich irgendwie in die Mitte zu kommen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Schauen wir mal. Also mindestens 2 Sterne sind der Plan, 3 sowieso nicht. Und hier gibt es natürlich auch nicht so super viel, erstmal außen abzuräumen. Aber ich versuche trotzdem natürlich jetzt erstmal ein bisschen was zu räumen hier. Immer so, dass die Babydrachen so ein bisschen in Wut sind. Ja, und ihr seht das auch hier außen. Ist jetzt auch, ja, wir bekommen noch nicht so wirklich viel Beschuss. Und können eigentlich so 1% nach dem nächsten hier erstmal absnaggeln. Hier hinten machen wir vielleicht den Helden auch mit weg. Müssen wir mal gucken, wie unsere Babydrachen sich hier jetzt schlagen. Und ich muss natürlich mindestens eine Front hier so ein bisschen räumen. Oh, die Queen haben wir auch schon gepackt. Das ist natürlich super. Das ist super, dass die auch schon mal down ist. Das heißt, die stört uns hier gleich gar nicht, wenn wir mit den restlichen Truppen hier reingehen. Und wir haben jetzt schon... Das ist nicht schlecht. Ihr seht das, wir haben jetzt schon 36, 40%. Also der erste Stern ist ja quasi gleich schon drin. Und jetzt habe ich da hinten natürlich zu viel Babydrachen gesetzt. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt aber schon mal 44% und ich würde sagen, wir schlagen jetzt schon mal mit unseren, ich weiß, Erdbebenzauber, hier unsere Schneise. Und jetzt habe ich natürlich nur noch einen Sprungzauber. Eigentlich brauche ich ihn nicht. Ja, ich gucke mal, wie der Golem hier gegen die Mauer klopft. Da hinten die Riesenbombe, auch nicht schlecht. Da noch eine Bombe. Okay, jetzt habe ich natürlich keinen Mauerbrecher hier.
Aber ich kann hier natürlich, wir helfen dem Golem einfach mal so ein bisschen. Wir helfen dem Golem mal so ein bisschen auf die Sprünge. Jetzt kommt hier natürlich schon die Clanbuche raus. Okay, das ist alles noch nicht so schlimm. Und da hinten noch eine Bombe, also so ein Bombenleger hier. Okay, also wir kommen hier jetzt erstmal relativ, ja, ich weiß nicht, ob wir gut in die Base reinkommen oder eher schlecht. Ich würde sagen, wir kommen eher schlecht rein. Die Bowler, die sind einfach so blöde. Meine Herren, und jetzt gehen sie zurück. Jetzt gehen die Bowler zurück und ich vergesse natürlich mein King hier an der Stelle. Also die sind so dämlich, ey, dass die nicht gleich mit reingehen. Nein, die machen erstmal außen was fertig und da war es ein bisschen zu viel Feuer für meine Queen hier. Naja, haben wir den einen Stern halt hier geholt. Ich denke mal, ist nicht so schlimm. Also dieses Bowler-Pack, das nervt mich so ab, dass die immer so scheiße da gehen. Ich kann's gar nicht anders sagen. Mann, Mann, Mann. So, dann holen wir uns die letzten Prozente hier noch. Haben wir hier in meinen Einstellungen gemacht. Aber ihr seht, dass das geht ganz gut. Sind 71% jetzt schon. Na, hätte ich das Rathaus gekriegt, aber da ist doch ein bisschen arg viel Feuer in der Mitte. Vor allen Dingen, wenn deine Haupttruppen, nämlich die 5 Bowler, erstmal einen ganz, ganz anderen Weg gehen. Hätte ich auch vielleicht dran denken müssen. Vielleicht war die Stelle auch nicht gut gewählt. Aber macht nichts. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen eine Armee hier mal nach. Oh, ich habe schon eine nachgebaut. Da fehlen mir allerdings jetzt so ein paar Riesen. Und das ist eigentlich so jetzt meine Armee hier. Ihr könnt das hier auch im Quick Train sehen, mit der ich eigentlich ganz gerne farme. Das ist die Armee, nicht ganz, aber es ist fast die Armee, die ganz, ganz unten hier ist. Bei der Army 3. Ich habe hier die Armeen nicht benannt. Das kann man ja machen. In manchen Accounts habe ich die auch beschriftet. Aber ihr seht das hier, die kostet halt nur 125 Dunkles. Und da mir natürlich Gold und Elex egal ist, kann die ruhig 343.000 Elex kosten hier mit den Zaubern. Und weiter hoch sind das dann eigentlich schon so ein bisschen eher CK-Armeen, ja, also die man mal schnell trainiert. Und was mich natürlich auch immer so ein ganz, ganz kleines bisschen hier ärgert, muss ich sagen, ist, dass ich trainiere jetzt mal die Truppe hier nach. Das heißt also, das ist der Golaloon, den ich hier jetzt mal gerade nachtrainiere. Und dass es hier keinen Wechselbutton gibt. Ja, wenn diese Armee nämlich fertig ist, dann möchte ich natürlich jetzt nichts mehr großartig verspenden an der Stelle. Und wenn du dann natürlich eine Truppe verspendest, rücken ja gleich Truppen nach, die du vielleicht in deiner aktuellen Armee nicht mehr gebrauchen kannst. Das heißt also, Vorschlag an Supercell, hier mal so einen Wechselbutton einzufügen. Das heißt also, man kann so eine ganze Armee austauschen, denn so kann ich zwei Armeen bauen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir gehen in CK, gucken uns zwei Bases an. Für die eine baust du einen Golaloon und für die anderen Gohok. Und dann ist plötzlich schon deine Base weg, mit der du eigentlich anfangen wolltest. Also tauschst du deine Armee einmal komplett kurz aus, ohne dass du was wegschmeißt und machst deinen Angriff. Wir machen aber jetzt auch gleich unseren Farmangriff, lassen eben mal die Helden regenerieren und dann hauen wir hier mal ein bisschen dunkles Farm rein. Ja, und je nachdem, wie weit oder wie hoch man in der Liga ist, also mir ist das eigentlich egal, in welcher Liga ich bin, ich spiele einfach und lege mich nicht so drauf fest, so heute farmst du mal in Gold und morgen mal in Meister, sondern wenn ich es relativ schnell und einfach haben will, gehe ich ein paar Ligen runter, will ich es allerdings mal ein bisschen knackiger haben wie hier. Hier haben wir das gesamte Dunkle ja irgendwo in der Mitte, dann mache ich natürlich auch solche Bases hier, beziehungsweise je höher man natürlich in den Ligen ist, desto schwieriger wird es sich, das Dunkle zu holen, weil meistens hast du das Lager nicht außen oder die Bohrer nicht außen. Und deswegen ja, ist das hier schon, es ist schon etwas knackiger. Und ihr seht das hier, ich hab mir einfach mal einen Golem in die Clanbuch gelegt. Ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, wenn du mehr Accounts spielst. Du kannst immer selber eigentlich, ja, ich will nicht sagen die besten Truppen spenden, aber du kannst immer das spenden, was du eigentlich im Moment wirklich gut gebrauchen kannst. Und deswegen habe ich an der Stelle mal den Golem gewählt hier. So, den King müssen wir noch mit reinschicken und jetzt springen die hier alle schön rein. Hier giften wir mal ein bisschen die Queen, dass die uns nicht ganz so wehtut. Aber ich denke mal, das sieht eigentlich schon ganz stabil aus hier in der Mitte. Hier werfen wir jetzt auch ein Heil. Also ich muss solche Bases hier auch nicht dreiern oder so. Ich habe ja ein Ziel. Das Ziel heißt Dunkles. Und ich denke mal, das erreichen wir hier schon relativ gut an der Stelle hier. Und das ist ja jetzt schon auf Null. Also eigentlich kann ich ja schon aufhören und kann sagen, komm, wir haben den Stern hier, aber vielleicht holen wir noch den zweiten Stern und
noch vielleicht so ein bisschen, ich will mal so sagen, so Randsachen, ein bisschen Gold, ein bisschen Elex. Tut ja nicht weh, da haben wir den zweiten Stern. Ja, ich würde auch sagen, wir zünden einfach beide Helden. Und dann ist das hier gewesen, weil wir wollen nur das Dunkle haben. Und mit 3856, ich kriege jetzt zwar nicht den vollen Bonus, aber meine beiden Helden brauchen jetzt natürlich nicht eine halbe Stunde zum Regenerieren, sondern die brauchen jetzt nur 11 Minuten, der King sogar nur 2 Minuten. Und dann kann ich schon fast wieder loslegen. Aber ich habe im Moment eine Armee im Bau, mit der werde ich gleich noch einen CK-Angriff machen und baue aber schon mal die Armee hier nach zum Farm. Ein bisschen doof ist eigentlich, dass ich die Farmarmee auch immer mit den Zaubern bestücke. Ihr seht das, beim Golalun habe ich das nicht gemacht, weil hier kommen jetzt natürlich erstmal die Zauber. Und warum lässt er mich das nicht quicktrainen jetzt? Warum lässt er mich, ach so, weil ich hier einen Golem zu viel drin habe. Okay, geht also doch. Also ihr seht das hier wieder, teuer Elex, aber ganz, ganz wenig Dunkles. Und jetzt haben wir schon 112.000, also der King ist in greifbarer Nähe, den wieder abzudecken. Armee wieder fertig und ich würde sagen, ja, wir trauen uns jetzt doch mal an das RH11 ran. Denn ich kann im Klankrieg nicht mehr viel machen. Also hier oben einen zweiten Stern rauszuholen ist für mich ein bisschen schwierig. Der Lord Helmchen hat glücklicherweise hier oben auf die 1,71% geholt. Das ist super. Und ich würde sagen, komm, wir machen doch den Sechser hier. Dann sind wir hier durch. Ich habe den King dann frei zum Updaten. Ich habe das Dunkle ja noch nicht zusammen. Aber ach, gucken wir mal, ob ich den überhaupt hinlege, denn das Wochenende naht ja und ich möchte auch gerne CK spielen, auch hier bei True Warriors. Kann also sein, dass ich noch ein bisschen weiter farme, dass ich ein bisschen Überschuss habe im Dunklen, noch ein CK mitmache und ihn dann erst hinlege. Immerhin sind es ja auch, es sind ja auch mal 7 Tage, ne? Also ab Level 15 pro Held und deswegen ziehen die sich so. Also ich finde eigentlich bis 20 gehen die Helden, aber ab 20 wird es ein bisschen zäher. Ja, wie zäh das jetzt hier wird, weiß ich noch nicht. Ich gehe einfach mal rein und gucken wir mal, wie wir uns mit der Armee hier jetzt schlagen. Hier ist ja noch kein Stern drauf. Ist sicherlich ein bisschen schwieriger mit dem Warden da hinten und der Clanburg, die sicherlich gleich etwas später kommen wird. Und ich muss hier relativ breit reinkommen, weil hier die Defense-Gebäude auch recht weit außen sind und die würden sonst einfach zu viel bei mir erreichen. Oh, die Mauerbrecher, ja, okay. Die Mauerbrecher gehen da glücklicherweise durch. Das ist schon mal super. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier springen können. Ich denke mal, da springen wir. Jetzt setzen wir den King setze ich jetzt immer so ein bisschen arg später. Oh, der hat nur Loons drin. Eieiei. Der hat nur Loons drin. Oh, die können wir giften. Oh nein, wo laufen? Oh nee. Ah ja, jetzt ist gut. Bola links weg. Und die Queen nimmt sich jetzt hoffentlich aller Sachen hier an. Und ich würde sagen, wir spammen hier jetzt unsere Hog Rider rein, bevor uns hier der King drauf geht. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die heilen. Wir heilen. Glück gehabt hier in der Mitte. Da habe ich schon mal Glück gehabt. Und jetzt haben wir hier natürlich in der Mitte Feuer. Aber meine Queen hat schon mal das Rathaus hier geschafft und ich muss meine beiden Helden jetzt zünden. Ich habe ein bisschen Schiss. Hier nochmal ein Heil geworfen. Oh, gar nicht mal so übel, Leute. Gar nicht mal so übel. Aber es ist noch zu viel Defense auf hier. Ich hatte jetzt echt gerade ein bisschen Schiss, muss ich sagen, dass mir alles irgendwo flöten geht. Und ich wäre zufrieden, wenn es 2 Sterne werden, wenn es natürlich mehr werden. Alter, das wäre der Hammer, wenn das 3 Sterne werden würden. Aber ich habe nur noch 2 Hog Rider und 3 Defense-Gebäude. Also da ist noch ein bisschen was, aber oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, die Riesenbombe, Mist. Aber ich habe noch die volle Queen. Ich hätte sie vielleicht doch noch nicht zünden sollen. Der King tankt da hinten jetzt den Bogenschützenturm und na komm, die Magier, jetzt kommt die Kanone. Mach die Kanone weg. Jawohl, Kanone ist weg und jetzt ist zwar auch mein King weg, aber das sieht echt super aus. Ich glaube, wir holen auf diese Base hier 3 Sterne. Ah, das wäre der Hammer. 51 Sekunden und die beiden kleinen Mini-Golems tanken hier jetzt. Oh, los, Leute. Betet mit mir mit, dass das 3 Sterne werden. Und ich glaube, der... Was macht denn die Queen? Hallo? Oh, nein. Was macht die Queen? Ja, ich denke mal, haben wir. Ich denke mal, das haben wir.
und Hammer, 100%, jawohl. Das glaubt er, dass ich mich hier freue, wo ich ja erst gesagt habe, oh nee, an die Base traue ich mich nicht ran, aber es ist mir hier gelungen. Echt super, 3 Sterne auf den 6er hier als RH9. Okay, der hat keine Infernos, aber man muss ja auch sagen, wir können uns so eine Base nochmal angucken. Also ich finde, das ist für einen RH9 nicht ganz tricky. Ne? Der hat schon ein bisschen mehr Defense hier, die Bogenschützentürme sind schon höher als beim 9er. Die eine oder andere Kanone jetzt noch nicht, aber der hat mehr Gebäude, die Base ist größer. Hier ist noch so ein zwickender Warden, der macht ja auch immer so einen Piekserschaden. 2 Bombentürme, also hast du gut gemacht, Thorsten. Hast du super gemacht und dann lässt sich auch echt super weiterfahren jetzt. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen außer mir vor Freude und nice, Toto, vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz so derbe ausgeschweift hier vom Farm. Ich weiß, wir haben hier jetzt nur 2 Farmangriffe drin, aber 2 CK-Angriffe hier mit drin. Und ich hoffe, dass euch das trotzdem gefallen hat. Und ich habe nebenbei schon mal einen Gegner wieder gesucht. Und ich guck mal, was ich in der Clanburg habe. Okay, 3 Valkyren, die zwar nicht Max sind, aber auch da bin ich immer sehr, sehr unkompliziert. Also ich muss nicht immer Max-Truppen haben. Ja, zum Farm reicht mir eigentlich alles. Hauptsache, die Clanburg wird mit irgendwas voll. Und wenn es Kobolde sind, Mauerbrecher, ganz egal. Aber wir gucken mal, wir nehmen uns diese Mini-Ringbase hier jetzt mal einfach mal vor. Denn 3000 Dunkles, das ist in Ordnung. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Bonus, müssen wir mal schauen. Und ich habe jetzt natürlich nur so ein paar Riesen hier. Die setze ich immer relativ behende. Und weil da vorne lauern vielleicht doch so ein paar Fallen, setze ich jetzt schon mal meine Clanburg und meine Queen und dann erst die Mauerbrecher. So. Dann kann das hier auf jeden Fall in die Base gehen. Mal gucken, ob wir hier springen können. Den King mal ganz hier hinten gesetzt. Und die Päcker hier. Ich würde sagen, es geht alles ja ganz nett rein hier. Mal gucken, ob jetzt gleich auch so ein paar Truppen hier rüber springen. Nein, die gehen da rum. Eieieiei. Okay, dann wird das hier doch ein Rundgang, glaube ich. Und macht aber nichts. Denn eigentlich, ihr seht das hier, ist ja in dieser Base alles in den Bohrern drin. Und kaum was in der Mitte. Also gar nicht mal so schlimm, dass sie jetzt erstmal hier rumlatschen. Und wir haben einen Bohrer haben wir schon erwischt. Oh, der andere ist hier hinten natürlich auf der ganz hinteren Seite. Und meine Queen kriegt natürlich jetzt schon so doof Beschuss. Okay, die muss ich leider zünden, damit ich wenigstens das Rathaus mitnehme. Und jetzt wollen die da nochmal rein. Okay, jetzt sind sie aber wieder Innerbase. Mal gucken. Mal sehen, ob wir da... Ja, ein bisschen haben wir ja schon mal mitgenommen. Ist jetzt nicht so super viel, aber es läuft halt auch nicht jedes Mal so super gut. Und wir haben jetzt schon mal unseren 2. Stern hier, haben noch einen Heilzauber. Und das Doofe ist, dass die ganze Meute hier jetzt gleich nochmal, denke ich mal, nach draußen geht. Ich muss hier die Päcker mal durchheilen mit dem King. Der will nämlich schon nach draußen und der eine Päcker auch. Aber die anderen bleiben noch ein bisschen drin. Okay. Ich denke trotzdem mal den dunklen Bohrer, der ist für uns jetzt unerreichbar an der Stelle. Und wer tankt hier jetzt eigentlich? Da muss ich mal gucken. Je nachdem, wann ich dann meinen King zünde, war heute auch mal eine Frage in den Kommentaren. Toto, wann zündest du deinen King? Und ich kann es mal damit beantworten, wenn es nötig ist. Im Moment kriege ich nämlich den Schaden hier ausschließlich die beiden Päcker. Oh, mein King will nochmal rein. Okay, da muss ich ihn jetzt zünden, damit ich noch ein paar Barbaren dabei habe. Dass es hier nochmal durch die Mauer geht. Und hier außen ist jetzt allerdings schon fast alles weg. Vielleicht habe ich ja Glück, dass die Päcker doch nochmal so Richtung Dunkles gehen. Aber ja, die müssen jetzt noch durch 2 Mauern und machen jetzt natürlich erstmal vorbildlich die Bauhütte. Nicht, dass ich die vergesse. Ja? Mist. Naja, von den 3000 haben wir jetzt nicht so viel mitgenommen. Knapp 1-1. Und mit dem Bonus hier wären es dann aber auch knapp 2. Zeit ist jetzt auch um. Ich denke, ist nicht so schlimm. Schade um diesen vollen Bohrer hier. Aber ja, sind 2000 Dunkles jetzt mit dem Bonus. Das ist für mich auch in Ordnung. Und 1400 noch dabei. Also hier noch ein bisschen was in die Treasury rein. Und ich rechne mal einfach noch diesen Bonus mit dazu. Denn wir führen jetzt 35-22. Ich habe diese Base hier eben gar nicht gesehen. Da wäre auch noch ein Stern zu holen gewesen. Das wäre natürlich auch ein gefundenes Fressen für meine Hawks gewesen. Aber hat jetzt der Jack hier gemacht. Schön. Schönes Ding. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier. Wir haben hier einfach mal ein bisschen gefarmt. Also
Ich hoffe, dass meine Save the Dark Base jetzt auch hält. Sonst verpasse ich mir ab und zu auch mal ein Schild. Nämlich hier so ein 2-Stunden-Schild. Dann kann ich noch so 2-3 Angriffe machen. Und verblase ich ja mehr nicht. Aber ich denke mal, ich gebe mir jetzt erstmal eine Defense und baue natürlich die Truppe nochmal nach. Aber ich habe im Moment Spendentruppen drin, also brauche ich doch noch nicht nach. Ich hoffe, es hat euch hier mal wieder gefallen. Ein bisschen Farm, ein bisschen Clankrieg. Rathaus 9 hier bei mir. Und ihr hört das so ein bisschen. Ich spiele unheimlich gerne Rathaus 9. Gar keine Frage, ist ein tolles Rathaus-Level. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clash.